So, da bin ich wieder. Also, Hallöchen. Ja, ich sollte mir wirklich mal wieder. Ich sollte mir wirklich eine neue Begrüßung einfallen lassen, aber ist mir gerade scheißegal. Was ich jetzt machen wollte. Genau, ich wollte die Linie 6 machen. Ich nehme es gerade direkt im Anschluss auf zur Folge von gerade eben. Also von letzter Woche. Nicht von gerade eben, von letzter Woche. Dann würde ich fast sagen, Lindnergasse und Flüsterweg kommen weg und du fährst dann direkt von der Dr. Julius Metzner Straße bis zur Greuzgasse. Allerdings, du und du kommst mit dazu. So, das ist dann schon ganz schön. Speichern. Ich kann hier Gelenkbusse einsetzen. Du bist die Linie 6. Ich habe hier bereits zwei Fahrer. Dann werde ich mal, dass mein neuer Bus nicht untätig ist, noch einen neuen Fahrer einstellen. Angst verweisen. Freiwilliger Feuerwehrmann. Nicole. In anderen Ländern ist der Name garantiert auch ein Männername, will ich ja nicht bezweifeln, aber naja. Auf jeden Fall, wird dann der Capacity gemeinsam mit meinen neuen Fahrern hier auf der Linie 4 eingesetzt. Aber trotzdem werde ich jetzt mit dem Schlenki fahren. Also mit dem neuen Capacity. Mit der schönen Kaffeewerbung. Ich trinke zwar keinen Kaffee, aber trotzdem sieht die Werbung halt schön aus. Ja doch. Das Holz ist etwas. Das gibt dem Bus immer ein wenig edlen Touch. Alright, let's go. Haltebruch 3. Ich hoffe mal. Okay, es ist ein Schlenki, aber trotzdem ein sehr langer Schlenki. Ja, das passt doch einwandfrei. Ich sollte hier mehr Schlenkis einsetzen, aber die sind halt teilweise verdammt teuer. Servus. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Danke. Und los geht's, weiter geht's. Lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shoppen. Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Na klar. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Herzlichen Glückwunsch. Alter, ich hab doch gesagt, dass er keine Musik mehr hören soll. Oder war das gar nicht der? Nö. Ich habe bei dem einfach nur die Fahrkarten kontrolliert. Egal. So, ansonsten weiß ich eigentlich wirklich gar nicht, was ich erzählen soll. Ich hab das meiste eigentlich schon in der letzten Folge erzählt. Aber naja, ja. Neuer Bus, Capacity. Die wurden, glaube ich, sogar mal von der BVG hier in Berlin getestet.
Allerdings haben die sich leider nicht bewährt. Wir haben jetzt nur die kürzere Variante des Capacities in Citadel. Allerdings hat er vorne nur eine Tür, also nur die hier. Und hinten. Nee, vorne hat er die hier und die hier. Und hinten nur eine anstatt zwei, also zwei Türen weniger. Also der CTHG, der hier hat natürlich wie immer 5 Türen. Naja, egal. Ja. Ansonsten ist schon eine Weile her, dass ich mit dem hier gefahren bin. Mit dem. Bei der Gelegenheit. Ich brauche eine Fahrkarte. Vielleicht kriege ich noch ein besseres Thumbnail, aber erstmal ist es gar nicht schlecht. Standard 1-1, 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gerne. Zum Philipp Ambator. Ha. Tobi, lass diese Witze. Ui? Wollen die alle bei mir mitfahren? Naja, wahrscheinlich eher nicht. Hier halt noch ein paar mehr Linien. So. Hallöchen. Wollen Sie bei mir mitfahren? Wenn ja, kostet es extra. Weil. YouTuber-Bonus. Und vor allem, es kostet extra, weil mein Fahrstil alle Fahrgäste sanft in den Schlaf bewegt. Keine Ahnung, ob das richtig ist, Deutsche, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich damit sagen möchte, eigentlich. Auch wenn mein Fahrstil... Okay, in dem Spiel ist er eigentlich recht gut, aber in anderen Busspielen, wie dem also eigentlich hauptsächlich im Fermo-Simulator, den ich übrigens dringend mal wieder spielen müsste, aber... ich irgendwie dezent keine Lust dazu habe. Da sieht man mal, wie sehr ich auf die Regeln nicht achte, wenn die halt nicht existieren. Also im Fermo-Simulator. Das Einzige, was mir das Spiel sagt, ist im Namen der Passagiere. Also sowas wie, ja, noch Flügel und wir heben ab. Oder auch sowas wie, ich friere, wenn die Klimaanlage zu kalt ist. Ich schwitze, wenn die Klimaanlage zu warm ist. Hier wird man ja ganz schön durchgeschüttelt. Ich habe meinen Kaffee verschüttet. Hilfe, ich will raus. Wir werden alle sterben. Bla 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 bla. Also, ihr dürft euch gerne mal mein erstes Video hier oben rechts verlinkt anschauen. Das war mit dem Fermo-Simulator. Damals war ich... Also, das ist auch schon wieder über ein Jahr her, dass ich das aufgenommen habe. Damals war ich furchtbar schüchtern. Jetzt geht's eigentlich. Also... Damals habe ich mich. Ich habe eigentlich alles rausgeschnitten, was mir peinlich ist. Und heute. Sah ich eigentlich nichts mehr Peinliches. Und wenn doch, dann lasse ich es meistens drin. Beziehungsweise. Eigentlich in meinen meisten Videos. In meinen letzten Videos vor allem. Musste ich so gut wie gar nicht schneiden. Außer das Intro, das Outro und eventuell, wenn irgendetwas viel zu lange gedauert hat. Willkommen zu einer neuen Folge von Tobi Müde. Naja, ich denke mal, wenn ich das hier fertig habe, dann gehe ich auch ins Bett. Ist schon verdammt spät. Hier. Klar. Na klar. Hier, bitte. Na klar. Und jemand ohne Ticket.
Ach so. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Ja, du bist ohne Ticket. Gut, dann muss ich die anderen Fahrgäste nicht mehr kontrollieren. Das sehe ich ja zum Glück, wer ein Ticket hat und wer nicht. Bei der Gelegenheit, die zweite Tür hier macht vielleicht nicht so viel Sinn, wenn man an Sitzplätze denkt, aber die macht schon relativ viel Sinn in einer Rush-Hour zum Beispiel. Also beispielsweise, wenn extrem viele Fahrgäste rein wollen, dann ist das schon recht sinnvoll. Aber gibt es auch nur im, ich glaube im MAN CNG oder CGN, hier unten seht ihr die richtige Bezeichnung eingeblendet. Ich, ja, wie gesagt, es ist spät. Und halt hier im Capacity. Ansonsten meine ich nirgendwo. Also eine fünfte Tür in einem Gelenkbus. Ein Rollstuhlfahrer. Möchte da einsteigen? Wiedersehen. Dritte Tür? Dritte Tür. Und mit 17 Sekunden Verfrühung geht's dann auch schon weiter. Ja, ich bin mal wirklich unfassbar gespannt. Habe ich ja schon in der letzten Folge erwähnt, aber sage ich eigentlich immer wieder. Wie ist jetzt, also wenn der Bus-Simulator 21 rauskommt, dann will ich mit dem Spiel hier soweit fertig sein, dass ich mich dann ausschließlich darauf konzentrieren kann. Also ausschließlich in meinem YouTube-Leben. Während, dafür warte mal, das Video, wo ich das gesagt habe, ist doch gar nicht draußen. Heißt also, ich kann es jetzt auch mal verkünden. Ab dem 1.9.2021, also aktuell habe ich ja noch, Sommerferien, und ab dem 1.9. beginne ich eine Ausbildung als, erstmal als 2 Jahre als Industrieelektriker und danach 1 Jahr als Lokführer bei der S-Bahn Berlin. Ich lasse erstmal kurz die Fahrgäste ausreden. Ich spiele mit dem Gedanken, die Fahrgäste stumm zu schalten, aber ich lasse es vorerst. Falls ihr das auch, also falls ihr wollt, dass die Fahrgäste stumm geschaltet werden und so sehen die Ansagestimme auch, dann könnt ihr auch wieder die Ansagen selbst machen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Meine Frau und ich haben ein Haus in auf jeden Fall, ab dem 1.9., wie schon erwähnt, beginne ich eine Ausbildung als Industrieelektriker für 2 Jahre und danach eine einjährige Weiterbildung als Lokführer bei der S-Bahn Berlin. Meine Heimatbahngesellschaft. Jawohl, Sie dürfen hier raussteigen, Sir. Ja, ich war extrem happy, als ich erfahren habe, dass ich dort anfangen darf. Merkt man mir jetzt vielleicht nicht an, liegt aber auch daran, dass ich vielleicht etwas genervt bin, weil es so, schon so spät ist und ich immer noch aufnehme. Tschüss. Ich brauche eine Fahrkarte. Aber ja, ab dann habe ich eventuell nicht mehr ganz so viel Zeit für Videos, deswegen ich werde es in den Ferien wahrscheinlich so machen, wenn ich Zeit habe, dann werde ich schon ordentlich vorproduzieren und ich werde versuchen, das Pensum beizuhalten, also ungefähr, also nicht ungefähr, sondern ein, wenn ich schaffe, ein Video pro Woche, jeweils am Dienstag, so gegen 15 Uhr. Ich denke mir, das hier müsste auch am Dienstag um 15 Uhr rauskommen. Wenn ich das rechtzeitig schneide, dann passt es schon. So, das habe ich jetzt. Den Bereich habe ich jetzt mal kurz übersprungen. Wahrscheinlich genau wie ich den nächsten Bereich noch überspringen würde. Es sei denn. Ist jetzt die Endhaltestelle? Nee. Ich werde es trotzdem überspringen. Also bis zur nächsten Haltestelle halt. Es gibt einfach nichts mehr zu sagen. Und ich denke mal, ich will euch nicht länger langweilen.
Beziehungsweise ich will einfach nicht, dass ihr euch langweilt, wenn ihr einfach minutenlang zuschaut, wie ich hier mit dem Bus mehr oder weniger sanft durch die Straßen fahre. Dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Willkommen in Steineck. Haltestelle Steineck West. Absolut pünktlich. Danke sehr. Ich glaube zwar nicht, dass die Haltestelle eigentlich für einen Gelenkbus gemacht ist, aber das Spiel zählt meines Wissens nach nur den vorderen Busteil, also vor dem Gelenk. Eine Fahrkarte, bitte. Und tatsächlich will noch jemand eine Tagesfahrkarte. Ja, stimmt. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Und Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Attention please, we are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the bus here. Thank you for traveling with CZ Valley Bus Services. Und ich habe aus gutem Grund nicht thank you for traveling gesagt. Das regt mich tierisch auf. Ich mag zwar den Satz grundsätzlich. Ui, ich müsste zum Depot in Kehrstadt fahren. Mache ich das noch? Ja doch, wisst ihr was? Ich spule den Teil vor, bis ich hier bin. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich in Kehrstadt bin. Also, erstmal sammle ich noch den Müll ein. Also ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich den Bus nach Kehrstadt gebracht habe. Also, ja, bis dann. Obwohl, wisst ihr was? Ich habe jetzt keinen Bock, noch weitere 5 Minuten zu fahren. Ich beende das Video einfach schon mal hier. Kehrstadt zählt schon früh genug. Kein Unfall gebaut, immer noch 560.000. Und in der nächsten Folge werde ich dann wahrscheinlich die Linie 4 umwandeln. Oder vielleicht nochmal eine ganz neue Strecke machen, aber wo lang ist denn die Frage? Oder Linie 7? Ne, wisst ihr was? Ich bearbeite die Strecke schon mal, allerdings. Doch, okay. Ja, komm, why not? Und dann. Oder? Level 3, die Kläranlage. Na gut, also okay, dann so und dann hier oben du da, du da und du da. Gut, das passt dann schon mal wie die Faust aufs Auge. Speichern. 24 Minuten bräuchte ich für die Strecke, wenn ich das richtig sehe. Nein. Aber das mache ich dann auch erst in der nächsten Folge. Und in dem Sinne würde ich dann mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, gehabt euch wohl, wiedersehen, tschüssi und bis zum nächsten Mal.